Moin, mein Name ist Ben. Ich mache Kunst, Bilder, ich mache auch Design auf Klamotten, auf Möbel, Upcycling. Ich bin zum zweiten Mal dabei bei Hamburg Zeitkunst. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Initiative. Ja, man kann sich mit Menschen austauschen. Tatsächlich ist es das erste Mal, ja. Das war heute eine spontane Idee, ja, weil wir so sonntags nicht so recht wussten, was wir heute machen sollen und das dann im Internet entdeckt und ja, sind jetzt positiv überrascht auf jeden Fall. Ist doch ziemlich cool hier. Ja. Die Seifenbahn haben mir schon gefallen. Die Statuen und die Bilder waren auch ganz gut. Macht mega Spaß hier, die Laufkundschaft sehr interessiert, viele Fragen, ganz spezifische Fragen über meine Bilder, wie ich sie gemacht habe, wie ich sie male, wo die Ideen herkommen, welche Farben ich benutze. Auf jeden Fall super spannend, das kenne ich gar nicht so. Normalerweise stehen meine Bilder bei mir zu Hause in der Galerie, aber Hamburg Zeitkunst gibt die Möglichkeit, das wirklich einem breiten Publikum zu zeigen. Es gibt, glaube ich, ein zweites Event im Jahr, das ist Timmendorfer Strand.